Das war ein Traum. Nicht nur eine Geldfrage, auch eine Frage, was man aus seinem Leben macht. Nichts auf der Welt hat mich mehr interessiert, als diese Ra-Segler zu bauen. Das größte Segelschiff der Welt will Michael Kraft bauen. Ein Schiff so gewaltig wie der legendäre deutsche Fünfmaster Preußen. Ein Traum für den schwedischen Reeder. Mit einem Wrack hat dieser Traum begonnen, einem Rumpf, der nie fertiggestellt wurde. Auf einer Danziger Werft soll aus der plumpen Stahlhülle ein Luxussegler entstehen. Ein ungewöhnliches und kompliziertes Projekt für die polnischen Werftarbeiter. Doch in Polen bleibt es nur beim Rohbau. Das halbfertige Schiff wird nach Holland geschleppt. In Rotterdam soll es die endgültige Form erhalten. Die Schönheit der Royal Clipper lässt vorerst nur ein Modell ahnen. Das Schiff muss nach den höchsten internationalen Sicherheitsstandards mit modernster Technik ausgebaut werden. Aber die Zeit läuft den Arbeitern davon. Eine starke Maschine wird eingebaut. 5 Masten, jeder einzelne so hoch wie ein Wohnhaus, und eine komplizierte Segeltechnik. Unter gewaltigem Zeitdruck müssen die Schiffbauer Extremleistungen bringen. So wie ich das sehe, haben wir noch viele Wochen hier zu arbeiten, um das Rig auch so hinzubekommen, dass es nachher auch funktioniert. Seit fast 100 Jahren hat niemand ein Segelschiff dieser Größe gebaut. I wish you welcome on board of this beautiful ship. If the general alarm is going, then you have to go on deck and listen what the officers have to tell you. Bei einer ersten Probefahrt läuft alles. Aber noch ist kein einziges Segel gesetzt worden. Keine Kabine ist fertig. Wird der Traum vom Bau dieses Windjammers zum Albtraum? Das sieht ja so aus, als wenn hier in Rotterdam zu viel Urlaub ist. Nee? Wenn ich so sehe, vor 4 Wochen, als ich hier war, da war das auch so weit. Der Hamburger Kapitän Gerhard Liegfett macht Druck. Doch für den Terminrückstand beim Ausbau gibt es Gründe, viele Gründe. Much people different, and that makes the problem. Viele verschiedene Leute, das ist das Problem. Das sind Griechen, Türken, Holländer, da liegt das Problem, die Kommunikation. Wir warten seit 14 Tagen. Seit 14 Tagen. Keiner hat mir bis jetzt das Material geliefert oder Bescheid gesagt. Verrückt. Ich werde noch verrückt hier. Da gibt es eine Menge Probleme. Wir zum Beispiel, wir verlegen hier die Kabel. Dann sagt jemand, verlegt sie in der Ecke. Hier ist es nicht gut. Dann müssen wir alles wieder rausreißen und woanders einbauen. Kommunikationsprobleme, Lieferschwierigkeiten. 300 Arbeiter aus 15 Ländern sind hier beschäftigt. Der Londoner David Morgan ist für den Innenausbau zuständig. Die Deckenverkleidung haben wir jetzt schon 3-mal angebracht. Beim ersten Mal hat man die falsche Isolierung benutzt. Die hätte sich nicht mit der salzhaltigen Luft vertragen. Dann mussten wir sie wieder abnehmen, weil die Feuerlöschanlage noch nicht eingebaut war. Und dann noch einmal, um sicherzustellen, dass alles funktioniert. Jetzt schließen wir das System zum letzten Mal. Wir sind froh, dass alles fertig ist. Wir sind froh, dass alles passt und wir sind froh, dass es umweltgerecht ist. Die Möbelwerkstatt der Merwede-Werft. Hier entstehen Kabinen und Mobiliar des Schiffes aus vorgefertigten Teilen, automatisiert und in Handarbeit. 114 Kabinen für 228 Passagiere. Das Design stammt von dem berühmten Yachtdesigner Donald Starkey aus London. Die Merwede Werft und die griechische Firma Hippocampos fertigen nach seinen Entwürfen. Der Eigner selbst, Michael Kraft, will vorher jede Einzelheit noch einmal im Prototyp sehen. Mischt er sich zu sehr ein?
Einmischen ist nicht das richtige Wort. Er kümmert sich sehr um das, was wir tun. Die Innenausstattung ist ihm sehr wichtig und er versteht was davon. Das ist schon ungewöhnlich. Normalerweise hat der Eigner ein paar Ideen und lässt seine Leute dann machen. Aber Mr. Kraft packt überall selbst mit an. Das ist gut fürs Team. Es ist gut zu wissen, dass wir Unterstützung von ganz oben kriegen. Seine Meinung ist sehr wichtig. Er hat Erfahrung mit solchen Schiffen, also weiß er, was er will. Unser Job ist es, das umzusetzen. Gut für einen, aber für zwei? Das ist wie eine Yacht. Das ist nicht einfach ein Kreuzfahrtschiff. Das ist eine Mega-Yacht. Das ist der Unterschied. Während Michael Kraft die Einrichtung der Kabinen bestimmt, beschäftigt seine Frau sich mit weiteren Ausstattungsdetails. Ich kümmere mich seit Jahren zusammen mit meinem Mann um die Innenausstattung unserer Schiffe. Für uns ist eine maritime Atmosphäre an Bord besonders wichtig. Diesen Stoff hier habe ich für die Stühle im Restaurant ausgewählt. Das ist die französische Lilie mit zarten Goldfäden durchwebt. Wie jede Frau entscheide ich gern selbst über die Gestaltung meines Hauses. Die Muster für das Geschirr unserer Schiffe habe ich auch entworfen. Und so sah das vor 50 Jahren aus, auf einem der letzten großen Frachtsegler. Die fertige Kabine wird noch ein letztes Mal auf ihre Sicherheit überprüft. Das kann auch zum Festhalten dienen, wie ein Handgriff. Also muss es gut befestigt sein. Und hier darf es keine scharfen Ecken und Kanten geben, wenn man mal hin und her schwankt. Das könnte bei schwerem Seegang sehr gefährlich werden. Ich prüfe auch Toilette und Dusche und dokumentiere das alles hier. Das ist ein Standardverfahren. Wir gehen überall durch und überprüfen jeden Bereich, jedes Einrichtungsdetail, alles, was die Passagiere erwarten. Bei einem Passagierschiff ist der Innenausbau das Wichtigste. Doch auch für David Morgan liegt die Faszination dieses Schiffes über Deck. Das Schiff ist einzigartig. Es ist das erste Mal seit mehr als 100 Jahren, dass so ein Großsegler gebaut wird. Seine Komplexität beginnt eigentlich erst über Deck, in der Takelage, den Segeln. Früher hat man solche Schiffe nur nach Erfahrungswerten konstruiert, die über die Jahrhunderte tradiert waren. Weil seit gut 100 Jahren keine Segler dieser Größe gebaut worden sind, müssen wir noch einmal richtig in die Geschichte einsteigen und ganz neu lernen. Das braucht Zeit. Das ist ein Lernprozess für das ganze Schiff. Blick zurück in die Geschichte. Schon immer war das Deck wichtigster Arbeitsplatz für Segelschiffsbesatzungen. Viele Schuhe muss es aushalten. Alles wurde von hier aus getan. Früher war es aus einzelnen schweren Holzplanken gebaut. Ihre Fugen wurden mit flüssigem Pech vergossen, wie hier auf der Pamir. So ein Holzdeck muss Halt bieten. Die Männer dürfen nicht ausrutschen. Ein gut gebautes Deck hat Jahrzehnte gehalten. Auf der Royal Clipper sind es vorgefertigte Segmente, die auf den Stahl geklebt werden, nicht geschraubt wie früher. Aus Teakholz ist diese Fläche. Das hält am längsten und braucht am wenigsten Pflege. Die Verfugung erinnert noch an die alten Arbeitstechniken. Allerdings ist es heute Kunststoff und nicht Pech. Am Ende wird alles geschliffen, doch nicht mit den Händen wie früher. Auf den Zwischendecks dient Estrich zur Geräuschdämmung.
Diese Damen waren die Zierde der Windjammer. Galionsfiguren schmückten an der Spitze den Schiffsbug. Auch die Royal Clipper soll solch eine Galionsfigur erhalten. Okay, ja. Es ist nicht irgendeine, die hier Modell steht. Marie, die Tochter von Michael Kraft, wird das Schiff ihres Vaters an prominenter Stelle schmücken. Das deutsche Ehepaar Birgit und Klaus Hartmann hat sich auf die Schiffsbildhauerei spezialisiert. Die beiden gehören zu den wenigen Künstlern, die das traditionsreiche Handwerk perfekt beherrschen. In ihrer Werkstatt auf Harrier Sand an der Wesermündung entsteht so aus einem Holzklotz das wohl schönste Stück des neuen Schiffes. Mit der fertigen Figur am Vorsteven wird der Rumpf perfekt. Erst dann ist alles für die lang erwartete Jungfernfahrt bereit. Zumindest äußerlich, denn das Schiff ist immer noch eine schwimmende Baustelle. Ich wünsche allen, die auf der Royal Clipper segeln, sichere und erlebnisreiche Reisen und günstige Winde. Du bist meine Schwester und ich hoffe, du hast ein langes und glückliches Leben auf See. Thank you. Es ist immer schwer, ein Gesicht genau nach dem Modell zu schnitzen und kein anderes. Schon ein paar Millimeter lassen es anders aussehen. Zwar ein harter Job, aber alle sagen, das ist Marie Kraft. Also glaube ich es jetzt auch. Mit langen Haaren sieht es etwas anders aus. Du solltest dein Haar wieder wachsen lassen. Der Himmel weint an diesem trüben Julitag in Rotterdam. Die Zeit des Abschieds ist gekommen. Nach 1,5 Jahren Bauzeit in Holland geht es auf die lange Reise.